Früher haben Heilige wie St. Leonhard über das Wasser gewacht. Im bayerischen Leonhardspfunzen machen sie das heute noch. Bei Vollmond abzufüllen macht das Wasser besonders wertvoll. Daran glauben sie und kommen von weit her. Heute ist das natürlich ganz was Besonderes, wenn man den Vollmond nutzen kann. Ob es wirklich so viel bringt oder nicht, sei dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall für die Psyche schon mal auch ganz was Wichtiges. Wasser ist ein Lebenselixier, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich trinke eigentlich nur noch Wasser. Also, und natürlich am liebsten Quellwasser. Es hat eine Qualität, es ist fein, es ist mild. Wasser ist ja sowieso eigentlich das allerwichtigste Lebensmittel überhaupt und das allerwertvollste. Und wenn man da die Möglichkeit hat, dann soll man das einfach nutzen. Die Idylle trügt. Wasser hat seine Unschuld verloren. Das blaue Gold des 21. Jahrhunderts sprudelt. Das Vollmondwasser von der Gratisquelle wird gleich nebenan abgefüllt. Natürlich, denn es verkauft sich glänzend. Bis zu 4 € zahlen Kunden für die Flasche und Johann Abfalter ist es recht. Er hatte schon immer einen Riecher für gute Geschäfte und kaufte die Quelle. Als David kämpft er gegen die Giganten der Branche, die milliardenschweren globalen Konzerne. Denen geht's ums schnelle Geld, sagt er. Hinter seinem Wasser stecke Lebenskraft. Bei den Bewässern, die Sie normalerweise kaufen können, das sind alle Industriewässer, die schnell abgefüllt werden, um den Markt zu sättigen. Das sind aber nach wissenschaftlichen Ergebnissen lahme oder fast tote Wässer, die die Funktion von gutem Wasser nicht mehr erfüllen können. Das ist das Töchterchen meiner Schwester. Sie ist an der Cholera gestorben. Da hinten von dem Wasserhahn hat sie getrunken. Es war so schrecklich. Es lässt mich nicht mehr los, wie sie gelitten hat. Seitdem haben wir panische Angst. Die Kleine kann das Wasser unmöglich trinken. Für das Baby kaufen wir Mineralwasser, um ganz sicher zu gehen. Aber wir haben große Angst. Ich bin wütend auf den Wasserkonzern. Stellen Sie sich vor, das Baby meiner Schwester hat keine Mutter mehr. Der Tod kommt mit dem Wasser in Manila, der Hauptstadt der Philippinen. Seit dort die Wasserversorgung privatisiert wurde, wird es immer schlimmer. Sorina Magalong weiß es, 3 ihrer Kinder hatten die Cholera und haben überlebt. Ihre Wasserstelle ist illegal. Die Nachbarn haben eine Leitung angebohrt, sonst hätten sie gar kein Wasser. Sorina könnte es auch gar nicht bezahlen, denn seit das Wasser privat ist, sind die Preise explodiert. Für mich als Mutter ist es ganz schrecklich. Wir haben nur diese illegale Wasserstelle hier. Das Wasser ist schlecht, ja. Das Wasser hat uns schon mal krank gemacht. Jetzt passe ich auf, so gut ich kann. Manchmal kochen wir es ab, aber der Brennstoff ist teuer. Ich bete dafür, dass die Familie von Krankheiten verschont bleibt. Mittags reicht die Zeit sowieso nicht, das Trinkwasser auch noch abzukochen. 6 Kinder hat Sorina zu versorgen. Ihr Mann kommt erst spät abends nach Hause. Das Essen hat sie für einen 1/2 € in der Garküche um die Ecke besorgt.
Noch immer haben Sorina und die Nachbarn kein Wasser im Sträßchen, obwohl der internationale Wasserkonzern Maynilad versprach, sie mit Anschlüssen zu versorgen, als das Wasser privatisiert wurde. Drei Ecken weiter im selben Viertel hat jedes Haus Wasseranschluss und doch kein Wasser. Wasserrohrbruch. Die Männer von Maynilad, dem privaten Konzern, ließen tagelang auf die Reparatur warten. Dabei ist das Wasser schon seit Wochen schlecht, beschweren sich die Bürger. Wir zahlen uns zahlen für ein schmutziges und stinkendes Wasser. Maynilad, das Wasserunternehmen, schafft es nicht, uns mit gutem Wasser zu versorgen. Wochenlang hat sich keiner gerührt. Und es ist sowas von teuer geworden. Wir sind hier keine reichen Leute im Viertel, aber wir können einen fairen Preis bezahlen. Wir wollen von Maynilad Hilfe. Aber glauben Sie, die machen irgendwas? Okay. 16 Uhr. Einmal am Tag gibt es frisches Wasser für das Viertel. Maynilad hat einen Tank aufgestellt, nachdem die Leute immer lauter protestiert haben. Als die Leitungen hier noch intakt waren, verschwand der Löwenanteil durch Löcher in den brüchigen Rohren. Wasser gibt es mehr als genug, nur nicht in den Leitungen. 5 Jahre liegt die Privatisierung des Wassers in der Megastadt mit 16 Millionen Einwohnern zurück. Der philippinische Staat hatte kein Geld, um die Wasserversorgung Manilas zu modernisieren. Da kam das Angebot der privaten Wasserkonzerne gerade recht. Metro Manila has 2 concessionaires. Wir haben 2 Unternehmen in Manila, die sich die Stadt teilen, Ost und West. Hier geht die Grenze lang. Die Ostseite macht Manila Water. Sie gehört dem Ayala-Clan zusammen mit einem amerikanischen Konzern. Und dann die Westseite, die macht Maynilad. Dahinter steckt der Lopez-Clan von hier und der französische Wasserkonzern Suez Ondeo. Begeisterung beim Präsidenten, als er das Wasser an die Konzerne vergab. Amerikaner, Franzosen und die einheimischen Tycoons profitieren. Sobel de Ayala und Eugenio Lopez, genannt Gapi. Ihr verlockendes Versprechen, billigere Preise und Wasser für alle, auch für die Armen der Stadt. Der millionenschwere Clan der Ayalas hat sich mit einem US-Unternehmen zusammengetan. Den Ayalas gehören bereits die Wolkenkratzer des Geschäftsviertels. Sogar die Hauptstraße trägt den Familiennamen. Und jetzt das Wasser. Mit dem anderen Clan Lopez sind die Franzosen von Suez Ondeo eingestiegen. Lopez gehört die Stromversorgung und der größte Fernsehsender. Wasser sollte der neue Goldesel sein. None of those promises were fulfilled in terms of price. Sie haben keines ihrer Versprechen erfüllt, kann man heute sagen. Die Preise sind um 500% angestiegen im Osten Manilas und um 700% im Westen bei Maynilad, der Firma von Lopez. Und dann die Investitionen ins Leitungsnetz. Nichts. Da ist fast nichts passiert. Zu hoch gepokert. Neue Wasseranschlüsse für Millionen. Absolut Fehlanzeige. Und die Reparaturen an den maroden Rohren sind natürlich auch nicht passiert. So warten die Menschen in den ärmeren Stadtteilen noch immer auf Wasser, aber es hat sich nicht viel getan. Im Viertel quillt der Abwasserkanal wieder mal über. Die Bürger sind nicht mehr schockiert. Das Vertrauen haben sie längst verloren.